Was geht ab, Leute? Und erstmal Prost. Hm. Ah. Ja, das mache ich immer sonntags mittags. Erstmal schön einen trinken. Hm. Ja, okay, heute geht es um das Thema 5 Vorteile, die du hast mit einem Leben ohne Alkohol. Ja, Punkt Nummer 1, das hier ist übrigens kein Whisky, kein Jack Daniels, sondern das ist einfach nur Kaffee. Und ich trinke den öfter mal aus diesem Glas. Ich finde das Glas irgendwie sexy, auch wenn ich selber keinen Alkohol trinke, aber komplett egal. Oder 5 Vorteile, die du hast, wenn du ein Leben ohne Alkohol führst. Das wird nicht so ein Video von zum Thema, boah, hör auf Alkohol zu trinken und Alkohol ist scheiße. Das muss jeder für sich selber wissen, das musst du für dich selber und für dich alleine entscheiden. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne dieses Video hier machen und wünsche euch viel Spaß dabei. Punkt Nummer 1, Vorteil Nummer 1, den du hast mit deinem Leben ohne Alkohol. Du regenerierst schneller. Und Studien haben gezeigt, dass auch schon nur bei geringen Mengen Alkohol die Muskulatur nicht so schnell regeneriert, wie wenn du keinen Alkohol trinkst. Und nicht nur die Muskulatur wird in Mitleidenschaft gezogen, sondern auch die Regeneration aller anderen Organe. Da gibt es natürlich das Argument, manche sagen, ja, Alkohol in geringen Mengen ist aber doch okay und Alkohol in jeden Abend ein Glas Wein ist sogar gesund und dies und das kann bei der und der Krankheit unterstützend helfen. Ja, das ist richtig. Dennoch zeigen aber die Studien, wenn man die mal weiterliest, dass dennoch alle anderen Organe in Mitleidenschaft gezogen werden und es negative Auswirkungen hat. Das heißt, nur weil das eine bei der einen Sache ein bisschen hilft, muss man entscheiden, ist es wirklich das wert, dass dennoch der restliche Körper in Mitleidenschaft gezogen wird? Das musst du für dich selbst entscheiden. Ja, Punkt Nummer 2. Du bist auch am Wochenende fit und leistungsfähig. Das heißt, ich kann das gut verstehen, wenn du freitagsabends richtig eine harte Nacht knüppelharte Party gefeiert hast und bist tief in die Nacht, dein Schlafrhythmus ist sowieso durch und du hast einen richtigen Kater. Wenn du natürlich nicht trinkst, hast du das nicht. Du kannst samstags auch einen geilen Tag haben und du kannst sonntags auch einen geilen Tag haben und du hast einen geilen Tag, Start in die Woche, weil du dich nicht erst vom Hardcore-Wochenende erholen musst. Das heißt, du kannst sogar auch deine Ziele am Wochenende verfolgen. Du kannst am Wochenende Geld verdienen, du kannst am Wochenende deine Träume verfolgen, du kannst Videos produzieren, du kannst deine Diät durchhalten, du kannst alles, was du unter der Woche sonst auch tust, auch am Wochenende tun. Du musst für dich entscheiden, was dir da wichtiger ist, ne? Ob du lieber diese Partynächte hast oder ob du lieber an deinen Träumen arbeitest und deine Ziele verfolgst. Punkt Nummer 2. Alkohol sind leere Kalorien. Das heißt, der Körper kann damit einfach überhaupt nichts anfangen. Außer, dass er es abbauen muss. Alkohol ist ja chemisch ein Gift, ja, für den Körper. Und der Körper beschäftigt sich in der Zeit, wo du unter Alkoholeinfluss stehst, einzig und allein mit dem Abbau dieses Giftes. Das heißt, er stellt alle anderen Dinge einfach erstmal hinten an, weil gerade Notstand in deinem Körper ist und der Alkohol erstmal abgebaut werden muss. Zusätzlich kommt dazu, dass Alkohol Appetit anregt. Dies ist auch durch Studien belegt. Heißt, du isst, weil du jetzt getrunken hast, du rennst du zur nächsten Dönerbude oder zur nächsten Pizzeria und holst dir schnell was und das ist dann meistens auch noch ungesund und sind auch noch Kalorien, die eigentlich unnötig sind, weil du eigentlich normalerweise gar keinen Appetit gehabt hättest und gar keinen Hunger gehabt hättest. Und damit förderst du dann eher dein Bierbäuchlein statt dein Sixpack und auch da musst du selber entscheiden, was für dich wichtiger ist. Die Wahl liegt bei dir. Punkt Nummer 4. Du hast besseren Schlaf. Jeder kennt das ja, man denkt, man kann eigentlich besser schlafen, wenn man getrunken hat. Das ist allerdings ein kleiner Trugschluss, weil du schläfst einfach nur schneller ein. Das liegt daran, dass du einfach so ein bisschen relaxter bist durch den Alkohol und außer du hast so viel getrunken, dass sich alles bei dir dreht, dann natürlich nicht. Aber du kannst schneller einschlafen, aber dein
Schlaf ist insgesamt nicht erholsamer. Das heißt, du wachst morgens auf und bist erstmal dehydriert. Dem Körper wurden alle Nährstoffe entzogen. Der Körper hatte einfach super die ganze Nacht zu kämpfen mit dem Abbau des Alkohols und deswegen hast du gar keinen erholsamen Schlaf. Du schläfst zwar schneller ein und es mag den Anschein haben, dass du besser schläfst, aber in Wirklichkeit ist dem leider nicht so. Ja, und der letzte Punkt, für mich auch ein super, super wichtiger Punkt. Du bist einfach emotional stärker. Selbst bei Leuten, die lange Zeit nicht getrunken haben, aber vor einem Monat beispielsweise getrunken haben, selbst da merkt man noch Auswirkungen des Alkohols. Das ganze Thema ist sehr, sehr kritisch, ja, zu sehen. Viele trinken am Wochenende, um so ein bisschen abzuschalten von der Woche, um sich zu entspannen. Aber jeder kennt das ja, wenn er mal was getrunken hat, du wirst auch emotional einfach viel, viel schwächer. Und oft trifft man dadurch dann auch eher falsche Entscheidungen, nicht so gute Entscheidungen für dein weiteres Leben oder du tust Dinge, die du sonst einfach niemals getan hättest. Und da kann man jetzt sehr, sehr, sehr tief in dieses Thema reingehen, weil warum tust du die Dinge nur unter Alkoholeinfluss? Warum traust du dich dies und das nicht, wenn du nüchtern bist? Und da sind Punkte meiner Meinung nach, an denen du in deinem normalen Leben arbeiten solltest und nicht das mit Alkohol versuchen solltest zu lösen. Zum Beispiel, wenn deine Woche so scheiße ist, dass du dich am Wochenende abschießen musst, dann musst du deine Woche ändern und nicht am Wochenende trinken. Wenn du dich nicht traust, tanzen zu gehen auf der Tanzfläche unter Alkoholeinfluss, das aber schon. Das heißt, du musst erst mal ein bisschen trinken und dann kannst du feiern gehen. Dann gehst du entweder zu den falschen Partys. Warum änderst du dann nicht die Party, wo du hingehen kannst, auch ohne betrunken zu sein? Oder warum hapert es an deinem Selbstwertgefühl, an deinem Selbstbewusstsein, dass du dich nicht traust zu tanzen? Solltest du nicht vielleicht einen Tanzkurs besuchen, dass du besser tanzen kannst und dann deine Skills präsentieren? Sehr, sehr großes Thema. Der letzte Punkt, da kann man richtig lange ausschweifen. Aber ich wollte euch unbedingt diese Tipps mit an die Hand geben. Letzten Endes muss jeder für sich selber entscheiden. In der deutschen Gesellschaft, das Land Deutschland ist bekannt dafür, dass hier alle trinken und es wird ja auch gesellschaftlich irgendwo gefordert. Aber letzten Endes müsst ihr da draußen das selber entscheiden, ob ihr das Ganze machen möchtet oder ob ihr es nicht machen möchtet. Ja? Ich möchte euch einfach nur, habe euch einfach nur 5 Vorteile gesagt, die ihr habt, wenn ihr keinen Alkohol trinkt. Und glaubt mir, ich kann es definitiv beurteilen. Ich habe schon mal getrunken, aber ich trinke seit sehr, sehr langer Zeit schon nicht mehr. Und all diese Vorteile, die ich euch gerade genannt habe, die kenne ich aus meinem eigenen Leben. Deswegen lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Markiert vielleicht ein paar Freunde, schickt den Freunden mal das Video weiter, wenn ihr so ein paar Saufnasen unter euch habt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Abo da und auf den Kaffee. Peace.